Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und wie versprochen wird heute Gierspenst entwickelt. Soweit ich weiß, braucht man wirklich nur 999 Gierspenst-Münzen. Ich gucke nochmal gerade, wie ich 999 habe. Ich hatte gestern schon mal geguckt. Gierspenst-Münzen 999. Ich hatte sogar ein bisschen mehr. Ich hatte 660 und habe dann nochmal 50er gefunden. Ich erkläre euch auch gleich, wie ihr die 999 finden könnt. Das ist gar nicht so schwer, das kriegt ihr hin. Und was ich jetzt machen muss, ist Gierspenst nehmen und einfach nur ein Level leveln. So wie ich das verstanden habe. Schau mal, habe ich hier noch ein Sonderbonbon? Ja, ein paar Els habe ich. Und dann gebe ich mir das jetzt mal. Sagen wir mal drei Stück. Oh, das war ein bisschen viel. Und da entwickelt er sich. Nanu, Gierspenst entwickelt sich. Alter Schwede, wie sieht der denn aus? Glückwunsch, dein Gierspenst hat sich zu einem Monetigo entwickelt. Moin Lobo, moin Wischblatt, moin Xerox. Stahlgeist. Ey, der hat sogar ein cooles Surfbrett. Das gucken wir uns direkt mal an. Ah, er hat kein Geschlecht. Könnte also auf jeden Fall nicht shiny brüten, wahrscheinlich. Alter, ist das klein, ne? Ja, irgendwelche Attacken noch? Tyson und Delegator, interessant. Goldkörper. Dank seines robusten Körpers aus reinem, rostfreiem Gold kann das Pokémon nicht von Statusattacken getroffen werden. Ja. Das ist ganz nice. So, jetzt, wie könnt ihr Giermünzen sammeln? Das ist im Prinzip relativ einfach. Entweder ihr besorgt euch aus dem Internet eine Karte, wo die ganzen Fundorte der Gierspenster sind. Oder ihr sucht einfach überall nach diesen Türmen, weil an jedem Turm gibt es Gierspenster und an solchen Ruinen gibt es Gierspenster. Das heißt, ihr müsst jede Ruine und jeden Turm absuchen. Das sind ungefähr, ich würde sagen, 10 Ruinen, 10 Türme. Obwohl, wie viele Türme sind es? Mal gerade schauen. Und zwei. Die Leuchttürme zählen übrigens auch. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, sind vielleicht 20 oder so. Auf jeden Fall, ihr seht ja, überall an jedem Turm gibt es diese Gierspenster. Und an diesen Ruinen, die immer diese Dinger hier haben, diese Wände. Dort findet ihr Gierspenster. Und dann solltet ihr eigentlich schon mindestens über 900 haben. Und dann geht die Sisyphus-Arbeit nämlich los. Und dann müsst ihr nämlich kleine Gierspenster finden. Und die sind überall random in der Welt verteilt und ändern andauernd ihren Standort. Da müsst ihr einfach ein bisschen Try and Error machen und versuchen, die Dinger zu finden. Die Gierspenster hat der Leon gerade gut gesagt. Leon Gut hat das gerade gut gesagt. Die Gierspenster, die respawnen. Das heißt, wenn ihr jetzt an einem Punkt irgendwo Gierspenster gesehen habt, zum Beispiel ich habe in der Brutzelwüste einfach mit dem mit der Zeitumstellung hier bei der Ruine ein Gierspenst einfach zwei oder dreimal gefahren, was jeweils 10 Gierspenstmünzen gegeben hat. Das war richtig gut. Und habe so dann die 990 bekommen. Das war es auch schon zu Gierspenst. In den nächsten Tagen wird noch mehr von Pokémon Purpur kommen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.